Und Sand. Und Steine. So, und der Rest kommt weg. Wo auch immer hin. Weiß ich nicht. Solltest du jetzt vielleicht meine Straße verwenden? Oder wollt ihr jetzt nicht den Weg lang fahren hier? Ah, scheiße, ich hab vorhin... Oh. So, jetzt. Wie eine Frau, Hungerpipi kalt. Warum lenken der Ja, Trommel das können auch nicht? Männer. Das können auch Männer. Ja, ja. Oh je, Zensi. Zensi wieder am Start. Hä? Warum? So. Die Karre lenkt nicht mehr richtig. Na ja, komm, steig alles vor. Muss der vielleicht repariert werden? Steig ein. Wann hat denn der Händler neue Angebote? Tag 79 Roni. Ist, glaube ich, heute, ne? Das ist, glaube ich, heute. Mal gucken, wo es lang geht. Also nach mir kannst du nicht gucken, weil ich bin ja, ja auf der Flucht. Ich gucke ja nach. Ja, blöd. Das Blöde ist, ich habe keinen Honig bei und ich habe eine Infektion. Ja, mein Gott. Ich habe genug Antibiotikum einstecken. Nice. Kriegt man gerade noch so hin. Oh, dieser Energiesparmodus von dem 4x4 als Beifahrer, ne? Herrlich. Was ein Elend. Was ein Elend bei dir. Ich guck gerade zu. Was ein Elend. So. Passt also mal auf, ab, Leute. Hut ab, dass die Entwickler hier ein E-Auto rausgebracht haben. Ach, was mache ich denn? Ich verwirrte. Ich würde jetzt sowieso warten, bis es wieder hell wird. Das ist nämlich jetzt die Gelegenheit. Der Jens hat nämlich vorhin die Zutaten eingekauft, um Kochkäse zu machen. Und dann würde ich das jetzt ganz schnell machen. Das ist eigentlich ganz schnell fertig und dann bin ich gleich wieder da. Und ihr seht in der hier, Zeit... Wir rennen nicht weg. Richtig, genau, geil. Stuhl-TV. Hier bin ich gestorben. Ja, so machen wir es. So machen wir es, Leute, ja? Hallo Chris, juhu! Na, alles klar? Ja, Mann, Jens, Gwen und Freak, Glückwunsch! Hey! Okay, was machen wir denn hier mal? Wie lang geht denn das Video eigentlich? Wie lang geht eigentlich das Video? Oh, das geht nur 4 Minuten. Ja, ich lasse einfach mal das Video laufen. Ja, wisst ihr Bescheid. Bin gleich wieder da. Hype, ja, Mann. War jetzt oben alles fertig? Schuh verloren. Nee, ne? So, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge RAV. Leute, wir haben verschlafen. Es ist schon 8 Uhr. Wir haben verschlafen, wir haben zu lange gebadet. Und damit hallo und herzlich willkommen. Und los geht's in die Badewanne. Jeden Morgen wird frisch gewaschen, gewanzt. Ja, erstmal hier Stammtisch einleiten hier. Was ist los? Ach, Entschuldigung, richtig. Ja, was ist denn da los hier, Junge? Wie jetzt? Stammtisch. Alter, was ist hier los? Stammtisch. Prost. Klong. 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 Stammtisch. Klong. Oh, warte mal, ich muss ein Bild mal ein kleines bisschen runter machen. So. Ich glaube, der Frank sieht mich nicht, ne? Was ich mache. Nee. Aber hast du wieder meine Sitzpose ausgenutzt? Ja. Nimm ich jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst sage ich winke, winke und goodbye. Und goodbye. Bin dort drüben an der Lampe, steht auch schon die nächste Schlampe für mich frei. Schreib mir bitte keine Briefe, nimm mich jetzt auch, wenn ich miefe, wie ein Aal. Einer frisch verliebten Nase sind gelegentliche Gase, ganz egal. Mief, mief, mief,
Wo bist du denn jetzt? Nee. Sag doch, wo bin ich? Doch, gar nichts. Oh. Nach oben, wenn du mir sagst, wo du... So ist es. So ist es und so bleibt's. In enge Hose reibt's. Ah, schön. Okay. Bin jetzt auch drin. Ja, der ist von alleine los. Oh. Ja, es ist so. Oh. 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 Schön. Und nach. Pass bitte auf deine Beete auf, ja? Ich war es nicht, wenn sie. Na toll. Geil. Ich sehe sau viel, Leute. Ich mag nicht. Runter. Oh, guck mal dieses Auge an. Du musst auf den Arme springen. Schwimmen. Ich kann das nicht. Doch, du kannst. Nein. Du musst dann wieder noch hochschwimmen. Leute, ich kann das nicht. Ich kann das wirklich nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Du musst es machen. Ich kann das nicht. Ich muss es machen. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht, wirklich. Ich kann das nicht. Das ist meine Höllenpanik. Schlamm. Ich taste mich. Hast du das gehört? Oh mein Gott, was ist das? Das ist ein geisterhafte Stimme am Ort. Manfred, die Seife war alle fast. Krass, ne? Wir haben sehr reinliche Kunden. Ach ja, der Manfred. Das ist schon einer. Haben schon schöne Firmenfeiern hatten wir schon gehabt. Mit Manfred. Das ist voll die Eskalationsbombe. Doch, doch, du kannst es ruhig zugeben, auch vor den Kunden. Du bist voll die Eskalationsbombe. Bent hat sich ein bisschen geschämt für den Manfred. Ich erzähle euch jetzt aber nicht, warum. Aber es war halt saulustig. Was auf der Firmenfeier passiert, bleibt in der Firmenfeier, wenn ihr versteht, was ich meine. Das kann ich euch jetzt nicht verraten. Aber es war schon sehr lustig. Na, zu Wenya. Wenn er mit... When you're with someone. Na, okay. Hast du dich eigentlich auch mal bedient an der Pizza oder hat das der Bernd alleine gegessen? Hast du auch eine gegessen, oder? So Feier des Tages, Wiedereröffnung und so weiter, weißt du? Ja, ja. So. Guten Morgen. Manfred ist wieder am Start. Ja. Mindestens einer wird sterben. Erstmal 5 kaufen, nein. Also der Geist ist übrigens schon am Eingangsbereich. Die Kamera krisselt schon. Mama, ich komme hier nicht hoch. Oh! Oh, fuck. Scheiße. Weg! Oh Gott! Woo. Oh, also, die Kreuz ist jetzt schon mal nicht. Uschi. Der ist immer noch da, denk dran. Ja, oh Gott, mein Herz. Yippie. Okay, die Umfrage war scheiße, ich geb's zu. Ich bin schon mal erledigt. Oh no. Alter, ja, ist die Tussi. Ich kam leider nicht zu der Wortbildkamera, weil Gwen mir vor der Nase rumstolperte. Immer bin ich schuld. Immer auf die kleinen Schwachen mit Brille. Ich habe einen halben Herzinfarkt, mein Bluthochdruck steigt. Warte, wie mit viel Puls habe ich? Ach, den habe ich eh schon oben. Wie viel Puls habe ich denn gerade? 104. Ist er noch da? 104 habe ich. Ich hatte letztens einen Ruhepuls von 106. Was? Siehst du, ich bin immer fast klinisch tot. Wenn ich schlafe, habe ich 74. Ja, da drinnen liegt auch nichts mehr. Was meinst du, wie lustig das immer bei mir ist, wenn die den Puls suchen? Sweet Corn, mein Freund. Das süße Korn. Kreuzberger Nächte Sendung. Oh, jetzt hat wieder irgendwas gestartet jetzt. Kreuzberger Nächte Sendung. Dippe, dippe, dippe. Erst fängt das ganz langsam an.
Aber dann. Dann wollen wir doch mal gucken, ob heute Manfred oder Bernd am Start ist. Ich hätte den Manfred gestern eigentlich sagen sollen, mach bitte morgen Urlaub, ruf Bernd an, dass er für dich einspringt. Mal gucken, ob es funktioniert hat. Naja, na gut. Neuer Tag, neues Glück. Hoffentlich ist Bernd jetzt im Laden. So, mein Bub, hast du jetzt mal Chicken im Angebot? Das gibt's nicht, ne? Chicken ist nie im Angebot. Wie ist es bei euch? Du berührst mich nur einmal. Du kleines Sackgesicht. Hier, bitteschön. Bitteschön. So. Oh Gott, das war die Hölle gerade für mich, Leute. Es tut mir so leid. Bin ich tot? Nee, er hat mich in die Tiefe gezogen. Ich hab'n. Soße könnte man auch mal kaufen, sehe ich gerade. Soße, habe ich gesagt, Manfred. Ja, ich sehe es. Ist gut gekauft worden, ja. Habe ich gesehen. Warum auch nicht, ne? Hast du jetzt eigentlich die Kunden mal gefragt, warum so viel Osaf kaufen? Traust du dich nicht, oder was? Vanilleeis. Die Welt ist schön Vanilleeis. Ich glaube, du willst mich ja heute veräppeln, Manfred. Hä? Huh? Glaub, du machst dich über mich heute lustig. So. Ich guck mal, ob sie wieder da ist. Du bleibst im Eingangsbereich. Wir suchen sie wieder. Alter, war das ein Luckshot. Das war ein Luckshot. Ich empfehle dir, morgen mal zu Hause zu bleiben. Dass die Band wieder kommt. Machst du mal morgen kurz Pause von mir? Brauch mal ab und zu. Kann ich völlig nachvollziehen. Mecker nicht schon wieder rum. Ich gebe dir für morgen frei, Manfred. Und damit hat sich's. Sei doch froh drum. Ist ja wieder abgedampft. Gibt's nicht. War's ein Krummelbär? Also der hat irgendwie, ich muss mal mit dem sprechen. Wer weiß, was der hat. Irgendwelche Probleme hat er. Naja, heute war er ja schon wieder besser drauf als gestern. Von daher passt's ja. Hoffentlich ist da keine Krabbe. Oder lieber doch. Vielleicht. Ihr seid doch bestimmt alle ganz neugierig, ob heute wirklich Manfred zu Hause geblieben ist und Bernd im Laden steht, oder? Um ehrlich zu sein, ich auch. Wir werden es gleich erfahren. Oh, endlich ist mal das Chicken im Angebot. Gibt's ja nicht. Es ist heute Weihnachten, oder was? Was hast du gesagt? Jetzt will der mich verarschen. Ja, ich sag Manfred, viele Grüße. Und wegen dem ist bestimmt nettes Chicken im Angebot. Ja, dann war er eben heute früh da. Ist mir doch egal. Ihr verarscht mich alle. Ich glaube es nicht. Wegen dem Manfred. Ist das Chicken, hat das Chicken ins Angebot gesetzt? Also. Ich glaube, ihr müsst alle mal auf den Arme. Wehe, der steht jetzt im Laden. Gefüllt. Oh, ist das gerade geil. Oh ja. Oh. Ha! Nimm mit, die ganze Hütte stürzt ein. Egal. Das ist mir auch noch nie passiert. Oh, das hat keiner gesehen. Wie geht's dir denn jetzt, Bernd, eigentlich? Dir geht's gut, alles klar. Was mit Manfred und mir war, das willst du gar nicht wissen. Der hat ein bisschen rumgesponnen. Naja, eigentlich wollte ich dir das erzählen, um mit dir ein bisschen drüber zu lästern.
Du weißt doch noch, was er bei der letzten Feier gemacht hat, ne? Bei der letzten Betriebsfeier. Der wollt das alles erzählen. Und da habe ich zu ihm gesagt, nee, das darfst du nicht. Lass es. Wenn das deine Frau erfährt, bla bla bla, du weißt. Du, der hat nicht locker gelassen. Und dann war der am Ende auf mich angepisst. Kannst du dir das vorstellen, Bernd? Na ja, klar, wir haben es in dem Moment lustig gefunden. Aber ich habe ihn ja nur geschützt, verstehst du, Bernd? Ja, ja, ja. Ja, genau. Wir kennen ja Manfred, wie er so ist. Aber du weißt ja, normalerweise ist es voll die Partybombe. Ja, und jetzt war er blöd drauf, zu Tare. Weißt du was? Hat er was? Ist da was mit seiner Frau oder was? Weißt du nix? Hm. Fragen doch mal aus das nächste Mal. Wenn ihr Schichtwechsel macht, fragen mal aus. Vielleicht hat er was, vielleicht hat er Probleme. Stehst du? Was mit der Kerl für Sorge macht, dein Kollege. Brauche ich nicht, mache ich nicht, Drops ist gelutscht. Hast doch recht. Ja. So, Waffeln. Waffeln. Also, mit, was ich Karl-Heinz immer rumärgern muss, ist schon nicht schlecht, gell? Big Unternehmer halt, gell? Rippchen mit Kraut und einen gut gekühlten Apfelwein. Ein Partybus! Einmal voll? Ja, tschüss. Guck mal, da kommt ein Partybus, Leute! Disco, Disco. Der ist wirklich ein Partybus. Nein! Leute. Ich mach mit, Leute. Und das ist dein Herzblatt. Wählen Sie Kandidat 1, der zuckersüße, charmante Kerl von nebenan? Oder wollen Sie lieber Kandidat 2? Der etwas robuste Kerl, der nicht gerne wäscht? Oder wollen Sie lieber Kandidat 3, der Mann, der noch bei seiner Mutter wohnt? Entscheide dich jetzt, wer ist dein Herzblatt? Ich denke immer die ganze Zeit, das sind eure Alerts. Alerts. Ah! Oh Gott! Bitte mach einen Clip davon. Ich sehe nur das Pferd. Ja. Sieht eklig aus, er brennt. Ja. Spuckt er auch? Okay, wir kriegen irgendwie, machen wir null Damage bei dem, kann das sein? Nimm mal andere Pfeile, nimm mal deine Eisenpfeile. Hab ich schon. Ach so. Okay. Na toll, jetzt kommt noch Drauger. Da sind wir her. Gute Laune. Ich kann mir schon vorstellen, dass sowas suchtet, You're ne? You're looking kind of rough. You didn't get bit, did you? Also, oh Gott! Nächster Clip. Bücher da noch hin. Müsste ich aber eigentlich noch. Oh, fick. Oh, Entschuldigung. Kommt wieder mein Ghetto raus. Lol. So. Palmblätter. Ah, schön. Wenn man morgen schon Spaß hat, dann fängt das Leben an. Davon hätte ich gern einen Clip jetzt gehabt. Oh, warte mal, die kann ich ja auch noch machen. Sind hier wieder Schlangen drin? Nee. Ah! Gott. Ich
Ja, benutz mich. So, ich bin immer noch nicht am Start. Kann ich mit dem Fahrrad kurz, oder spawnt der weg? Der spawnt nicht weg, oder? Oh Gott, mein Herz. Kurz speichern. Spawnt der weg? Nee, ne? Kate, vielen Dank für 100 Bits. Party Bits. Danke. Der spawnt nicht weg. Unrealistisch, der braucht mehr Schüsse. Siehe Seven Days. Oh Gott, ich kack mir ins Hemd, Leute. Ich hab Herz. So. Sitzt der Frank wieder auf meinem Schoß, oder? Wo ist er denn? Wo ist er denn, die Uschi? Sitzt sie wieder auf dem Kalein? Leute, ich liebe es. Gwen ist ja geil. Sie wir drehen, wir drehen. Wir drehen uns den ganzen Tag. Ringel, Ringelreihe. Wir sind der Kinderdreie. Aber ich kann das Fleisch nicht mehr mitnehmen, Anja. Kannst du noch Fleisch mitnehmen? Moment, warte, ich komme und schau. Das wäre ja eine Vergeudung. Schön, dass du da bist. Guten Abend. Ah. Kommt daraufhin noch eine. Prost. Ist noch da? Ja, ja, Prost. Das tut gut, oder? Das perlt auch echt gut. Ja, ja. Also, Bier haben sie gekonnt, wer auch immer es gebraut hat, was sie da finden. Ja. Und wann, aber super Bier. Ja. Richtig geil. Ja. Ja, das ist dann unser Speicherpunkt. Aber wenn wir dann wirklich pennen in der Nacht... Dann lass uns irgendwo, also entweder hier drin, glaube ich, kannst du nicht bauen. Das habe ich nämlich auch probiert. Wenn, dann gehen wir auf den Baseball. Weil sonst attackieren die vielleicht die Viecher. Warte mal, ich aktiviere jetzt erstmal den Laser. Gucken, was passiert. Wie komme ich hier raus, Mama? Bitte den Bohrer, also jemand müsste das aufbohren. Ich komme. Muss. Ich komme. Geil. Wenn ich den Weg noch finde. Ich bin auf. Voll. So, bitte die Tür. Das wäre sehr nett. Und ich gucke in der Zeit mal. Oh, wieso hatten der das? Oh nein. Ich muss erstmal raus zum Auto Benzin holen. In the ghetto, hey, ho! Trader Joe's is now closed. Hat er mich doch eben rausgeschmissen? Der Babsack. Klippen bitte. Bitte klippen. 6 Punkte leider, bis wir uns die Solarzellen gönnen können. Okay. So viel brauche ich dann leider noch. So. Ja, dann ist das eben so. Mein Gott. Hätte jetzt Schlimmeres. Ich muss noch intelligenter werden. Ja. Weißt du? Hätte ich jetzt so nicht gedacht, aber wenn du das so sagst. Ich bin gleich im Bett. Ah!
Irgendwas passiert mit mir. Ich sag doch, der Geist will wieder was. Guck, ich bin gleich im Bett. Der Geist will dich mit ins Bett verführen. Ja, das war ein Kind, das braucht seine Mami. Das ist schon ein bisschen romantisch, muss ich sagen. Zeig dich. Also eine Kerze ist aus. Eine Kerze ist aus, ist doch super. Und jetzt ist er aggro. Jetzt hat er keine Lust mehr. Es geht gleich der Hand los. Dann laufen wir. Jo. Hand, Baby, Hand. Beim Revenant kannst du nicht laufen. Warum nicht? Richtig. Er ist too fast, too furious. Echt? Kann man nicht hochgehen? Na, ich gehe auf jeden Fall runter, weil da ist gerade zu kleine Schränke. Bleib dich. Ich setze mich auf den Pott. Jetzt. Hier. Der kann die Tür aufmachen und ich muss wieder zumachen. Ich dachte, das klappt bei diesen Türen nicht. Ja, da feiert die Chefin ihre eigene Party. Eigene Kloparty. Kloparty. Guck, auf den Pott gestorben. Ich hab's euch vorher gesagt. Zu doll geschurzt. Das Foto hat funktioniert, Foto? Ah, das Foto gezählt. Ja, ja, aber mein Geisterfoto hat gezählt. Hey! Ich nicht, wenn man... Angeschissen. Puh. So, jetzt muss ich ja erstmal wieder Bärli retten. Und dann können wir auch fahren. Geist, sprich mit mir. Oh Gott, ich hab Angst. Leute, ich muss kurz ein Kind auf die Welt kriegen. Oh Gott. Nein, nein, nein. Nein. Nein, ich muss ein Foto machen. Ja, das ist mega Atze, oder? Oh Gott. Red Dipple, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Dann zieh mal schön. Was ist das? Ich hab Angst. Das bekomme ich nicht mehr aus meinem Kopf. Ich auch nicht. Ich bin wieder da. Gerade mit der Kuhzähne ist ja auch gut. Ich bin total ausgetrocknet. Karl-Heinz, reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen, Karl-Heinz, sag ich. So. Wieder hier umschalten. Oh, hier kommen wieder Herzchen. Danke fürs Warten. Sound nächste on. Nächste Nacht lassen wir Chefin darüber alleine drüben, oder? Wer ist denn noch dazugekommen? Der Freak. Juhu. Da hat die Chefin gerade echt was verpasst, ey.
John, hallöchen. Was? Ich hatte mir doch Ranch Simulator geholt. Sind mir doch glatt die Hühner beim Eierlegen auf dem Auto hinten drauf eingegangen. Aber zumindest in die Kühlbox gingen sie noch. Sehr geil, John. Na, alles klar. Wir hatten jetzt schon wieder gewonnen hier bei der Zinsi. Jens, Counterkäse und John. Und hallo, Counterkäse. Servus. Das Juhu, Lustige, was, Lilly. Was ich bei der Chefin nicht verstehe, ist, sie hat eine Pistole unten im Gürtel und eine Desert. Eine zwei Doppelchefin. Ja, weil wir nicht so viel Muni haben für die 44er. Ich kann dir die 44, kann dir Muni bauen. Nee, nicht dafür. Mm-mm. Oh, 94%, Lilly. Juhu. Ich bin die Doppelchefin ist wieder da, Gunnar, ja. Ich bin auch wieder da vom ätzenden Termin. Man möge mich bitte unterhalten. Alles klar, Keinsi. Es geht los. Das ist ganz einfach. Asmodus Pro, Stammtisch. Klum. Ich gehe jetzt noch mal ins Wasteland. Und Jochen. Meine Dietriche sind weg. Ja, da war welche in der Kiste. Ich habe die dann in der Händlerkiste wiedergelegt. Ja, dann nehme ich den 25er Stack mal raus da. Da sind ja noch zwei so eine Stapel-Dietriche, die lasse ich drin. Und nehme aber jetzt geil. Im Wasteland nehme ich jetzt mein taktisches Sturmgewehr mit. Huch. So einfach lasse ich mich nicht vertreiben. Wir lassen uns nicht vertreiben. Da bin ich knallhart. Also ich kenne da nicht. So, ich werde mal zum Händler. Mal gucken, wo wir dann nehmen. Ist ja immer noch so komische, trübe Suppe hier. Ja, es ist übelst. Es geht aber langsam. Klar auf. Gunnar, Gwen! Ich hab schon wieder einen Bug. Ich hab die Waffe schon wieder nicht richtig in der Hand. Irgendwas haut hier nicht hin. Ich bin gestärkt, Leute. Ich habe jetzt Kochkäse gemacht und habe ein bisschen was gegessen. Jetzt bin ich wieder am Start. Manuel, Prost! Jetzt habe ich schon die Drohne dabei, die kann mich heilen. Oh, lecker Kochkäse. Auch noch Muni-Zeug drin oben. Drohne, was ist meine Drohne überhaupt noch da? Ja, von jedem. Hast du eine Aufgabe? Von jedem zwei Stacks. Also. Meine Drohne ist leer. Abholen säubern mache ich mal in 106 Metern. Oh. Can you hear Warum ist meine Drohne leer? Thank you very much. I will make it worth your while. Ja, wie gesagt, komischerweise hattest du vorhin bei mir zwei. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht an mir hier irgendwie liegt. Weil ich habe ja schon wieder einen Bug. Ich habe echt zwei Drohnen. Ja, du hast zwei Drohnen. Ich habe auch zwei. Nein. Ne, der eine ist meine, die will ja schon wieder nicht. Ach so. Ich habe da zwei einstecken. Aber bei Asmodus fliegen wirklich die ganze Zeit zwei mit. Geht die Straße eigentlich? Geht auch ins Wasteland. Also trotz Reloggen habe ich den Bug gerade wieder. Das Wasteland? Ich fahre jetzt mal unten. Könnte eventuell auch sein, dass wir den Dings neu starten müssten. Den Server wohl. Eine ist neue. Nee, die ist voll beladen und die andere ist. Da fährt der Käfig. Eine 5er MP5. Mhm. Ja, tschüss. Ja, wenn wir. Ich weiß halt nicht, welche Mods wir unbedingt brauchen und welche nicht. Deswegen will ich nicht ungern Mods in die Klamotten reinhämmern, weil wie gesagt, wenn durch Community Server willst du immer ein bisschen immer was da haben für die anderen und dann ist das ja. Deswegen sind wir hier so ein bisschen am Horten und nicht so viel am Weggeben, weißt du? Na gut, deine Händlerkiste habe ich eigentlich schon wieder voll gekauft. Ja, die bin ich ja gerade wieder am Leeren. Okay. Genau. Warum habe ich schon eine Stufe 1 abholen? Ich habe doch gar nichts aktiviert. Beim Händler bleibt von oben aus Versehen? Nee. Ja, wenn man. Ja, ich, reparieren kann ich machen, keinen Sie. Ja. Reparieren könnte ich jetzt machen, ja. Ich habe auch nichts oben in meiner Liste stehen, aber wenn ich auf die Karte. Hallo, komme, The Shiny Club, herzlich willkommen. Wäre jetzt eventuell nachher kurz möglich, den Server mal immer neu zu starten, weil meine Waffen sind am Handgelenk.
Und ich habe ja schon einen Relock gemacht. Hat ja trotzdem nicht geholfen. Nee, du musst du musst die in deinen Werkzeuggürtel tun. Ist ja. Und dann wieder raus. Raus und rein. Hatte ich auch schon gehabt. Die sind eh wieder rein, raus, sagst du, ja? Ja, immer rein, raus, weißt du Bescheid. Also, The Shiny Club, ich spiele jetzt 7 Days seit ungefähr 3 Jahren. Also, wenn du mir noch einen Tipp geben kannst, ja, dann wäre ich sehr überrascht, aber mach mal. Das war eine Ansage. Mach mal. Nee. Bin gespannt. Chef, der hatte die trotzdem noch am Handgelenk. Ändert sich nichts. Alright. Ich mache aber die Quest wenigstens fertig, gibst du dann ab und dann. Ja. Ja, Paddel sagte gerade, das Wetter wird wieder besser. Bei mir ist es noch komplett trüb. Ja, ich spiele jetzt im anderen Biom. Das ist ja nicht auf der ganzen Karte so. Achso, du meinst, dass du hängst oder was? Ja, irgendwie ist es ja gerade ganz komisch, ja. Der hat einen Hänger. Das mit der Nerdbrille weiß ich, Shiny Club, ja. Das mit der Nerdbrille weiß ich schon. Ich habe immer die Glücksbrille auf. Und ich wechsle auch nicht hin und her. Normalerweise braucht man ja auch die Nerdbrille beim Blutmond. Generiert ja auch mehr XP. Aber dieses Hin- und Herwechsel mache ich nicht. Ich bin zu lootgeil. Ich habe eine Klobrille auf, zählt das auch? Ja. Oh, da schießt aber jemand wild. Ja, dieses Hin- und Herwechseln. Ich habe das gehabt in der A19 am letzten Community-Server. Da haben wir immer wieder versucht, hin und her zu wechseln. Ich habe so oft einfach vergessen. Habe ich gesagt, ach kommt, geht mal fort. Drops ist gelutscht. Die paar XP. So, wie viel haben wir denn? 9:20 Uhr. Ah ja, super. Eissuppe. Eissuppe? Ich habe ja noch einen Auftrag. Von daher. Und ein Kohle habe das bei euch ja nicht unbedingt, genau. Ja. Also Kohle hast du ja relativ schnell zusammen. Ne? Vielleicht gerade für den Anfang interessant. Wenn man in der Jetonsnot ist. Was? Eiersuppe? Eiersuppe? What? Oh, du kommst nicht. Eissuppe, also. Nee, Suppe ist ja Suppe. Eissuppe ist Eissuppe halt, weißt du? Oder auf Deutsch, ach wie super. Heißt auf Hessisch, ei super. Achso, ich habe gedacht, du willst uns jetzt super anbieten. Nee. Kann mir jetzt gibt es Suppe bei der Schiffen. Ich habe mich so gefreut auf Suppe. Ja, ja. Ja, tut mir leid. Mit schön Weißbrot, zu dunken. Machen wir jetzt eine Kochshow draus. Ja. Eisuppe wie? Oder wie jetzt? Du, Asmo, ich probiere es jetzt doch mal. Ich habe dieselbe Kirsche jetzt in der Stadt vorher. Kirsche. Selbe Kirsche. Paddel lootet Kirschen. Kirschen. Kirschen, genau. Kirschen. Dann macht schon die Kirschen her. Jetzt wollen wir mal eine Suppe von dir. Aber nicht zu viel, ist nicht das Bauchwinkel. Kirsche. In jetzt weiß ich ja, wie der Hase läuft bei der Kirche. Wie nennt man diese Sprachbarrieren? Dialekt. Dialekt. Slang.
es noch was sein, weil selber Gebiet so. Ist bei mir immer noch nicht abgehakt. Zack. Zack. I got a feeling. Du musst von außen doch sich bewegen. Vergrabene Vorräte. Beseitige Zombies. I have a dilemma. Du hast ein Dilemma. Danke, danke. So, mal gucken, was wir hier noch haben. Jetzt ist er da hinten gerne mal aufgescheucht wie vor uns. Der Händler hat ein Dilemma. So. Jetzt ist abgehakt. Die ganze Zeit krieg ich Sechser Durchschnitt. Solarzellen angeboten. Und jetzt, wo ich sie kaufen will, nehme. Was sag ich dir? Das sind Babsäcke. Angebot und Nachfrage. Der hat dir das die ganze Zeit angeboten. Du hast... Genau, und jetzt ist er motzig. Richtig. Ja. So wie die Mods immer bei Twitch. Die sind ja dann auch immer motzig. Schlechter Witz, ich weiß. Oder für die Gewinn. Oh. Dialekt. Eine Diashow im Dialekt, ja. Ja, ja, immer. Immer. Und was sprichst du so für Sprache? So schlimm ist es bei dir mit dem Dialekt gar nicht. Von mir aus könntest du eine Schippe drauflegen. Aber ob die anderen dich dann verstehen, ja. Mal. Ja, es muss ja auch nicht sein, gell. Was machst du denn im Schrank, Droni? Musst dir nicht schämen. Da, da, da. Ich glaube, ich babbel, wenn ich einen anderen Hesse halt treffe, halt ein bisschen krasser hessisch. Aber so selber babbel ich gar nicht so Mods unverständlich und so. Aber wenn man dann unter sich ist, dann geht's natürlich los, gell? Ja, so wie Anja letzte Woche sagte, ne? Sie passt sich ja dann quasi auch so ein bisschen an. Tom, du bist doch schon drin, oder nicht? Du hast doch deine Steam-ID schon weitergegeben. Du bist doch schon seit Wochen eingetragen hier in dem. Weißt du das nicht mehr? Kurze Info. Ich hab dich nicht gefragt, weil ich meine, das ist ja deine Entscheidung, ne? Wenn du dich einträgst und am Ende doch nicht mitspielen willst, da gehe ich dir nicht auf den Sack, ne? Eine Drohne Level 6 gefunden. Sagt er, ups! Ja. Kannst dich ja gerne nochmal eintragen. Doppelt gemoppelt hält ja besser, ne? Ah. Eindrücklich. Siehst du, jetzt bin ich bis zum Endloot gekommen, ohne zu sterben. Das geht doch. Glückwunsch. Ja. Muss man dem nur den Weg zeigen. so richtig begeistert von der Schäme. Ja, Glückwunsch. Was ist runtergefallen? Kann man doch sagen. Ja, und der erste hat sich ein bisschen komisch angehört. Die Chefin ist einfach nur freundlich, nicht wie die. So, ich freue mich immer für Paddel. Ich flipp dann innerlich so richtig aus. Paddel? Mhm. M60 willst du ja nicht haben, ne? Nee. Schade, habe ich gerade eine zweite gefunden. Wir haben schon zwei Sechser in der Kiste, jetzt sind auch schon drei. Also. Oh, hier sind Bomben. Ah! Oh, ich bin in einem Bombenfeld gelandet. Oh, ja, aber du kannst doch drüber laufen. Du hast doch dieses Buch gelesen. Kannst du diese Goldblume einsammeln? Guck mal, geh mal hin. Nee. Nicht? Nee. Gibt irgendwas, was du lernen musst oder erforschen musst, wo du sie einsammeln kannst? Weißt du bei jedem hessischen Wort das Hochdeutsche dazu?
Wenn es eine Übersetzung gibt, eigentlich schon, oder, Kainzi? Das ist ein schönes Minenfeld, ne? Strahme ich da trotzdem jetzt aber gerade nicht durchzulaufen irgendwie. Ich vertraue meinem Skill nicht. Nein. Nur wegen den paar Kartoffeln gehst du jetzt nicht über Minen. Ja klar. Ach Quatsch. Mit Kartoffeln gehe ich über Leichen. Also ich laufe drüber, damit ich an die Kartoffeln rankomme. Nein. Kannst du mir dann bitte Kolder übersetzen? Ich kenne nur das Wort und kein Mensch versteht, was ich meine. Also Kolder ist ein Wolldeck. Also viele sagen Kolder auch zu einer normalen Decke, aber eigentlich ist Kolder eine Wolldecke, also eine ganz dicke Decke. Das ist ja aber kein Deutsch, oder? A Kolder? Ganz gut. Das sind Duden, Kolder, Wolldecke, ja. Deutsch, umgangssprachlich. Ja, a Kolden, sagt man. Gib mir mal a Kolden. Warum sagt ihr nicht einfach Decke? Wolldecke? Ja, ich sag Kolden eigentlich selten. Bei mir heißt es auch dicke Decke. Handel, hast du aber gerade mitgekriegt, wie sie sich zusammenreißen musste, dass er den Ort hier ausdrückt? Ja. Ja, in manchen Gebieten sagt man Kolde, aber auch in Unterfranken zum Beispiel sagt man auch noch Kolde, obwohl das Bayern ist. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, die Hessen und die Bayern, die sprechen, sagen, glaube ich, beide Kolde. Also ich kenne das halt hier so. Kolde ist deutsch, gell? Ja. Also Mittelalter dann aber noch, oder? Ja. Könntet ihr euch irgendwo safe hinstellen, dass wir kurz reloggen können? Nee, wa? Also Server neu starten könnten? Habt ihr die Möglichkeit? Stimmt nicht, wa? Wenn wir müssen, können wir alles. No. Wäre nice. Aber ich sollte mich erstmal kurz weg. Dann bin ich schon mal ledig. Dann kann ich nachher gleich wieder los. Ich bin hier in Unterfranken und kein Mensch versteht mich, wenn ich eine Kolder will. Okay, krass. Also, ich kenne Gebiete in Unterfranken, da sagt man noch Koldern. Ja, sagt man das noch. Du kennst Steffen. Das Wort nicht. Ja, das ist Unterfranken, Anja. Ja? Steffen? Ja? Ich hab ein schönes Haus für dich im Frischen. Aha. Tier 5 oder ja. Was? Jetzt. Sofort. Ich weiß jetzt dir. Sollen wir jetzt erstmal alle raus oder wer ist noch nicht bereit? Ja, dann lass mich. Nein, ich geh schon mal raus und dann können wir gleich immer komplett weil durchlassen. Ich würde das Gebiete säuber noch machen, nicht dass dann die Quest weg ist, weißt du? Ja, ich bin nur schon mal kurz raus. Damit krieg ich das Haus auch mal. Ich bin jetzt ohne Kutschmack bei Stien. Hier. Mein Mann fragt gerade, was in Unterfranken mit Bayern zu tun hat. Ja, dass ich die Franken und die Bayern nicht verstehen. Oder sagen, das ist unterschiedlich, das wissen wir ja. Die Franken fühlen sich ja auch nicht Bayern angehörig. Das ganze Diskussionsthema, das habe ich auch mal mit meiner Familie. Wir wohnen hier in Franken. Und nicht in Bayern. Das Haus habe ich markiert, da kann ich weiterfahren, solange die Chefin noch lootet. Ja. Serverdaten, Tom, stehen unter 7-Day Server. Gibt es einen separaten Kanal? Aber den wirst du jetzt wahrscheinlich gar nicht sehen, weil du wahrscheinlich keinen Sub mehr hast, ne? Das ist blöd. Ja, ohne Sub wird's knapp. Ohne Sub wird's knapp. Mach den Sub da ab.
Ich fahre jetzt mal hier den Feldweg lang. Mal gucken, wo der mich hinführt. Feldweg entlang. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Ja, ich stell mir gerade vor, dass Paddy gleich Gwen so vom Lebkuchenhaus steht. Nee, ich stehe vor einer Red Mesa. Später bald Raum. Bis später, pass auf euch auf. Restriction Area. Oh ja, Anja, das glaube ich dir. Aber eine neue. Franken ist Franken und Bayern ist Ausland. Oh Gott. Gehen wir nicht auf die Eier. Ja. Guten Tag. Das ist die alte. Nur leicht überarbeitet. Sie wird überarbeitet worden? Okay. Ich markiere es mir mal, fahre aber weiter. Geht und speichern. Militär. Da wartet die Uschi auf mich. Ich muss mal auf den Arme. Ist der Weg ja hier schon zu Ende, dann brauche ich einen neuen Weg. Das holt man dann. Säubere das Gebiet. Wo war denn jetzt der? Ach, da. Jetzt geht hier doch die Tür auf. Aber ich weiß so, was ich brauche zu der Waffe. Ein Schalldämpfer unbedingt. Da kannst du nicht den Schalldämpfer... Kiste von daneben, da war einer. Ja. Hier habe ich nur gerade gemerkt, dass ich auf der Waffe noch einen Schalldämpfer brauche. Die haut ganz schön rein. Ach, das ist nicht das. Aber mit Schalldämpfer macht halt weniger Damage. Ja. Aber du wächst nicht alle Nachbarn. Ja. Aber die Desert ist auch, glaube ich, so ganz gut, ne? Ihr habt sie noch irgendwo in der Straße. Da lang. Ja, ja, finde ich auch, ne? Anja. Was ich hier Munition loote? Medizin loote? Roni, du bist ja gleich voll. Mhm. Nächsten Spielstand, den ich mache, mit der Chefin zusammen. Ja. Da kümmert sich die Chefin um die Munitionsproduktion. Mal gucken, wie oft wir Muni haben. Ja. Das können wir mal machen, ja. Das wird Blutmond nur mit Schneebälle schmeißen. Genau. Aber dann muss ich alles auch mich anders skillen und dann graben und dann muss ich ja halt dann komplett alles machen. Weißt du? Da muss Paddel aber einen Chat übernehmen. Ideen, gleich schön. Aber in Hessisch. Nee. Das krieg ich nicht. Ist er? Schon macht einen Rückzieher. Ja, ja. Das hat sich gerade so angehört, wer das eine will, muss das andere mögen. Ich krieg vieles Sinn, aber hässlich babbeln. Als der wochenlang der Chef in ihre Streams reinziehen, als wir diesen, dann dampfst du. Denkst du, was ich mache, wenn ich nichts zu tun habe? Ich folge jetzt nach der Straße, mal gucken, wo ich mich hier hinführt. Noch eine City, okay.
Ach ja, Kinder der Welt. Und des ewigen Lebens. Ja. Kinder der Welt und die aus Bielefeld. Damit trigger ich immer den Jens. Sagt er immer, das sagt man nicht so. Sag ich, ist mir doch egal. Ich will aber. Ja, ich habe den nächsten Händler gefunden. Heute ist deine Händlertour, oder was? Ich mache heute Chefin, ich mache heute Händlertour. Alla. Das wäre jetzt... Das hatte ich gerade vor uns H14, dann mache ich jetzt H15. Das habe ich schon genommen. H15. Ich bin neu gerade vergessen, ja? Ja, ich fahre aber noch zum Händler und gebe ab, dass das jetzt alles lost ist. Dann weißt du. Wir sind immer lost, Chefin. Ja. Nehme ich mal meine Drohne in der Hand. Nicht, dass die jetzt hier verpackt durch den Server-Neustart. Was, es gibt jetzt bei Google einen Translator, Deutsch-Hessisch-Hessisch-Deutsch? Jetzt im Ernst, Tom? Gibt's so Dialekt-Übersetzer oder was? Ja gut, wenn das Server neu gestartet, mache ich mir mal ein paar Wiener. Ach, was mache ich denn? Genau. Ja, ich bin da auch kurz raus. Ach so. Du kannst in Ruhe. Aber das wäre lustig, machen, geht's mal Neustart. Wirklich. Da kann ich nicht, dass er sich gleich wundert. Ich weiß nicht, ob Kalle bei dir im Chat ist. Wenn ja, oder schreib ihn vorsichtshalber noch im Spiel. Nicht, dass sie jetzt wundern, warum alle abhauen. Alle ist schon vom Server, der ist eher gegangen als ich. Also. Ja. Und wir machen hier mal kurz das Päusli. Da kann ich Chef in Ruhe neu starten. Ja. Noch mal kurz gucken, ja, jetzt sind alle vom Server. Alright, dann einmal. Let's start new. Einmal neu. Ich werde jetzt auch immer eine Fehlerüberprüfung gemacht und hoffe, dass es dann jetzt besser ist. Also Fehler hat er jetzt bei 7 Days nicht gefunden. Okay. Ein Jahr auf Arbeit? Sie hat doch geschrieben, dass sie heute frei hat. Eigentlich. Und uneigentlich? Warum ist sie dann nicht hier? Warum ist sie auf dem Sonnendeck? Er hat bestimmt zu tun zu Hause. Ah ja, die muss ich auch erst einmal. Die braucht auch erst einmal hier. Weißt du, was man halt so machen muss? Heute Abend bist du dabei, alles klar. So dies und das. Anja, Anja schaut ihr Mann zu, wie sie sich aus. Sie schreibt aber davor, ich bin am Ausmisten. Also wenn dir das nicht gefällt, was du siehst, kommt der nächste Mann oder hier. Ich muss denken, bei Momox wird man Sachen los, die man nicht mehr lieb hat, ne? Ach, ich sehe ja gerade. Sunbeam, vielen lieben Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Ich habe gar keine Benachrichtigung bekommen, oder? Habe ich gar nicht mitbekommen. So. Schande über meinen Bot wieder. Muss ich wieder mit dem schimpfen. Wir mussten eben mal den Server neu starten, Naiv Sam, weil ich ein bisschen Probleme gerade hatte. Und wir hoffen, dass es gleich besser ist.
Nur Grischi. Nur wenige Klamotten, nur manche Klamotten müssen weg. Ganz ehrlich, Anja, ich war gestern in so einem Einkaufszentrum und die Mode, die jetzt im Moment angeboten wird, mit der kann ich halt gar nichts anfangen. Und ich bin froh, dass ich Klamotten aus verschiedenen Zeiten, muss man ja sagen, aufgehoben habe. Weil es wiederholt sich ja auch immer wieder die Mode. Und es gibt halt manchmal wirklich Jahre, wo man nichts findet. Und ich glaube, dieses Jahr ist wieder so ein Jahr, wo ich viel Geld sparen werde, weil das überhaupt nicht meine Farben sind und passt einfach alles nicht. Deswegen, ich tue auch gar nicht so viel wegsortieren und wegschmeißen. Dann such ein Hemd, eine Hose, ein paar Strümpfe, eine Unterhose, den Rest. Wenn dein Schatz mal rausgehen will, ansonsten kann er ja nackt zu Hause rumlaufen. Can you help me with my problem? Ja, am Kind. Du trägst nur militärische Funktionskleidung? Ja, dann läuft das sowieso alles ganz anders, ne? Wo ist denn jetzt wieder meine Drohne hin? Hä, wo ist denn die? Oh, wo ist denn die? Die wird mir nicht angezeigt. Wenn die jetzt gleich in der Base ist, dann wirst du Bescheid. Steffen, deswegen habe ich ja gesagt, ich nehme meine Drohne in die Hand, wenn ich mich auslogge und die Server neu starte. Weil es gab schon genug Probleme mit Drohnen. Ja, meine Drohne ist weg. Ich bin am Ende dann 3 einstecken hat. Ja, ich verstehe doch nicht, warum du zwei Drohnen hast. Wird mir nicht angezeigt. Ist mir hinterher geflogen, ich kann da nichts verloren. Ich bin einfach hinterher gelaufen. Naja, brauch immer das. Solche Sachen. Ja, na, vorhin, wie wir abgehauen sind, war bei Asmodus auf einmal eine zweite Drohne. Hä? Beim ersten Mal, wie ich das gesehen habe, habe ich erst gedacht, ich hab mit Augen oder alles so. Alles gefixt, gar kein Problem mehr. Ja, it's not a bug, it's a future, ne? Pink ist...